Hallo Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Biomutant. Wir sind gerade Level 3 geworden in der letzten Folge. Wir haben hier so ein paar gegeneinander kämpfende Mobs gekillt. Ich dachte eigentlich, wir helfen den einen oder können eigentlich nur die anderen töten quasi, aber irgendwie sind die ersten dann doch böse auf uns geworden. Ja, wir müssen uns entscheiden. Das war sozusagen der letzte Stand. Ich denke mal, ich werde mich für Vor die dem Myriad Stammeskrieg war das hier eine entscheiden. schöne Gegend. Und jetzt schau dich um, ein Kriegsgebiet. Ich weiß noch nicht, wo wir hier überall hinkommen. Aber die Alternative, also die Jagni, die wollen irgendwie alle bekämpfen. Deswegen, alle, die zu schwach sind, wollen sie töten, wenn ich das richtig verstanden hatte. Deswegen bin ich eher für die Myriad, die so Ausgleich, Gerechtigkeit und sowas wollen. Ob die Entscheidung für den Spielverlauf noch besonders relevant ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber ich werde einfach mal da reingehen. Beziehungsweise ich laufe mal diese Wege hier lang. Und schau mal, bevor wir da sind, dann. Oder versuche, bevor wir da sind, nochmal zu schauen wegen unserer neuen Stufe. Wir sehen es oben links die ganze Zeit. Ja, aber wir sind scheinbar schon ziemlich dran und drauf, quasi diesem Dorf näher zu kommen. Ach, wir laufen mal auf dem Weg. Und dann schauen wir mal. Das ist die Ja, Festung des das sieht auch so aus. Myriad-Stamms. Werden Sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen, dann wirst du es wissen. Wo geht es denn hier noch hin? Sieht fast aus, als könnten wir hier den Berg runter und uns umentscheiden, falls wir das wollten. Aber das wollen wir natürlich nicht. Sieht aus wie schon mal ein Banner, ein Logo von den Myriad, zu denen wir jetzt gleich hochgehen, aber wir schauen noch mal ganz kurz nach der Stufe. Ach ja, wir können wieder Skillpunkte vergeben oder Statuswerte. Letztes Mal hatten wir Glück genommen. Upsi. Talente? Nein. Mutation? Wie komme ich zurück? Ich weiß nicht mal, wo ich drauf geklickt habe. Ja. Letztes Mal hatten wir Glück genommen. Fand ich ziemlich cool. Glück tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht Intellekt nehmen sollen. Nicht nur für die Rätsel, sondern primär eben auch, weil wir ja diese Psy-Kräfte haben. Ich kann mir vorstellen, dass das da hilfreich ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Oder ob wir vielleicht nochmal Glück nehmen. Crit ist natürlich auch immer nice, aber ich glaube, wir nehmen mal ein bisschen Intellekt. Was gibt uns das denn? Ja, ich glaube, Alles das ist wird einmal ganz jetzt gut für uns. verständlicher. Ah, Verbesserungspunkt haben wir auch, wenn ich das hier richtig sehe. Wo ging denn das? Wung Fu, Charakter, Wung Fu. Nahkampf, ja, genau, das war's. Basis-Nahkampf, das sieht aus, als hätten wir da schon alles. Müsste ich mir auch mal genau anschauen, alles, was es da so gibt. Basis-Fernkampf haben wir auch. Manöver haben wir auch schon. Okay, Super Wung Fu, soweit sind wir noch nicht. Fernkampf, Doppelschusswaffenfähigkeit, Rüste. Zwei verschiedene einhändige Schusswaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Das klingt ziemlich nice, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile Gottesanbeterin können wir gar nicht lernen. Und wir auch im Nahkampf noch. Nee, da sieht das tatsächlich so aus, als könnten wir nur unbewaffnet weiterkämpfen. Das heißt, Nahkampf ist scheinbar nicht so richtig unser Ding oder sollte nicht unser Ding sein. Jedenfalls suggeriert es mir das ein bisschen. Wir könnten hier unsägliche Hand lernen. Beende deine unbewaffnete Nahkampfkette mit einem Schleudergriff und Rammschlag. Dies ist ein Spezialangriff, der eine Super Wung Fu, der ein, ich werde es nie lernen, der ein Super Wung Fu Symbol auffüllt, wenn du einen Gegner damit triffst. Da müsste ich rechte Maustaste und F drücken. Das würde ich wahrscheinlich sogar ganz gut hinkriegen, aber ich finde das tatsächlich mit den zwei Hand, also mit in zwei Händen eine Schusswaffe zu tragen, ziemlich nice. Damit können wir tatsächlich einfach, ich glaube, ich lerne das. Da können wir zwei Einhandschusswaffen tragen, finde ich ganz cool. Ich weiß zwar nicht, ob wir sowas haben, ob wir irgendwo Waffen finden, aber eine haben wir ja auf jeden Fall. Wenn wir noch eine zweite dazu finden, wäre das auf jeden Fall eine gute Verbesserung. So, dann schauen wir mal hier in dieses Dorf. Ah, ein Wegpunkt. Da können wir wahrscheinlich dann den Teleportationspunkt setzen quasi. Mal Ach, ich habe sehen. da rangepisst? Oh, wow. Okay, markiert. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall hier hin und her reisen, scheinbar. Ist ganz gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir hier noch mit jemandem sprechen.
Und uns quasi dadurch dafür Ein entscheiden. Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Okay, soll ich mich jetzt schick anziehen? Ich habe, glaube ich, nichts zum Wechseln dabei. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch. Okay, tschüss. Ja, ich habe ja jetzt nicht so richtig die Auswahl. Ich könnte auch einfach tschüss sagen, aber ja, ich muss mit dem Sifu sprechen. Du kannst durch, aber du solltest Geduld mit dem Sifu haben. Okay, das klingt nicht so vielversprechend. Der sieht ja rosa aus. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Finde ich ein ganz gutes Motto. Auch wenn er mich ein bisschen an diesen komischen der König erinnert, von denen. Überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Finde ich gut, würde ich mich anschließen. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen halb hoch. Und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Ja, was ich sagen wollte, erinnert mich ein bisschen an diesen kleinen Tanzkönig von diesem Pinguin-Film, der immer dieses I like to move it spielt oder singt und da so ausrastet. Das ist ja auch so ein kleiner König Fuzzi, dem finde ich sieht er irgendwie ähnlich, auch wenn natürlich die Farben ganz andere sind. Passt wahrscheinlich gar nicht zum Thema. Es ist hier eine wichtige Entscheidung. Ja, großer Wall, gerecht. Ja. Nehmen wir mal den großen Wall. Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Er ist überzeugt, dass du nicht grundlos zurückgekehrt bist und freut sich, dass du hergekommen bist. Ja. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Meine Mamu? Deine Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die sechs Waffen: den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Der Sifu sagt, ihr solltet die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Im gesamten Land herrscht Unruhe und in allen Richtungen lauern Gegner. Okay, also vielleicht sind wir tatsächlich unbewaffnet so stark, weil wir das von unserer Mama haben. Zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sagt, dass es immer etwas dunkel geben muss, damit das Licht seine überlegene Reinheit beweisen kann. Er verspricht, dass dies geschehen wird, wenn du dabei hilfst, die Stämme zu vereinen, die Weltenfresser zu besiegen und den Baum des Lebens zu retten. Ja, ich denke, das ist die bessere Entscheidung. Wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen fürs Licht entschieden, auch wenn wir irgendwie mehr dunkel sind oder mäßig dunkel oder sowas in der Richtung. Aber ja, irgendwie gefällt mir die Story so ein bisschen besser mit alle zusammenführen und alle vereinen und gemeinsam und schön und Happy End und so, als zu sagen, ja okay, die Schwachen werden einfach mal alle vernichtet und der Baum des Lebens kann ruhig kaputt gehen, ist uns egal. Deswegen, ja, okay, Standpunkt wählen, mit Myriad verbunden. Sie wollen die Stämme vereinen, die Weltenfresser besiegen und den Baum des Lebens retten. Warnung, dadurch wird die Rettung des Baumes des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Sifus können nur vereint oder unterworfen werden.
Das heißt wahrscheinlich entweder, wir können sie überzeugen, sich uns anzuschließen, oder wir müssen sie töten oder so ähnlich. Aber ja, ich schließe mich den Myriad an. Er hatte gehofft, dass du das tun würdest und dankt dir für diese Entscheidung. Das ist ein Zeichen der Stärke. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Yagni-Stamm, ja, das sind die, die ich alternativ hätte wählen können. Unterwerfen, ja, wir fragen mal, was genau er sich da so vorstellt. Den Myriad wurde eine Aufgabe gegeben. Sie sollen die Stämme vereinen und ihr Schicksal bestimmen. Die Stämme müssen von einer starken Hand in die Zukunft geführt werden. Mit Myriad verbündet. Das haben wir gemacht. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Wenn du den Kampf nicht zum Gegner bringst, bringt der Gegner den Kampf zu dir. Wenn das Überleben in Gefahr ist, gibt es keine andere Möglichkeit als Krieg. Du Ja. musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Urfidurf. Ja, Jagni. Okay, die sehen natürlich schon sehr gerissen und fies aus. Ein bisschen merkwürdig. Aber das scheint dann wohl jetzt erstmal unsere nächste Aufgabe zu sein: die zu bekämpfen, beziehungsweise zu schwächen und dann ihn zu besiegen, Auch wenn vermutlich. ihr nicht dieselben Werte teilt, hofft er auf deine gütige Führung. Wie dieser Krieg endet, liegt bei dir. Das hatte ich befürchtet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Okay. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Gemeinsam wieder das Land teilen oder herausfordern, um zu vereinen? Ja. Ich hoffe, das mit dem Vereinen klappt Es tatsächlich gibt für danach. sie kein Zurück, denn ihr Wort hat an Macht eingebüßt. Jetzt können sie Gewalt nur noch mit Gewalt bekämpfen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Die Gala. Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Ja, klingt ganz Er nett. kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten, dem alten Dorf, einen Besuch abstatten. Dass wir Familie hatten, das haben wir ja schon irgendwie so indirekt mitbekommen, aber wir schauen mal nach dem alten Dorf. Auch wenn es jetzt ein Ort aus einer anderen Zeit ist, wird er dir helfen, dich zu erinnern. Okay, können wir noch was mit ihm machen? Du hast noch einiges vor dir und musst aufbrechen. Frische meine Erinnerung auf. Wie lautet mein Plan? Das wäre jetzt schon ganz schön schlecht, wenn ich das Meint, direkt über das vergessen hätte. Wichtigste habt ihr bereits geredet. Richtig. Das stimmt. Ich dachte, er sagt mir vielleicht noch irgendwas Neues. Ich könnte Fragen stellen. Aber nö, nö. So ist das nicht. Wo sind wir denn hier? Ach, müssen wir hier runter? Können wir hier runter? Müssen wahrscheinlich nicht. Vermutlich müssen wir woanders hin, aber ich dachte, ich schaue ja mal nach. Es geht auf jeden Fall ziemlich weit runter. Okay, ja, ich renne ja schon so dahin, wo wir hin müssen. Upsi. Oder ich renne irgendwo gegen. Obwohl ich hier vielleicht auch nochmal schauen müsste. Ist ja eigentlich schon ganz schön hier, aber irgendwie sehr. Ah, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wir haben eine Kiste gefunden.
Gesundheitspaket. Das nehmen wir natürlich. Es scheint mir hier sehr, sehr leer zu sein. Also er sitzt da ganz in der Mitte, aber es ist hier so schön und niemand ist da. Niemand, keine Ahnung, hängt hier die Füße ins Wasser, meditiert oder weiß ich nicht, was die hier so machen. Aber es ist auf jeden Fall schade, dass irgendwie das so schön ist, aber es keiner so richtig nutzt. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon mal zwei Kisten gefunden. Das ist cool. Auf der anderen Seite ging es, glaube ich, nicht mehr lang. Nee. Okay, dann schauen wir mal. Ach, hier stehen noch ein paar rum. Das sind wahrscheinlich die Wachen zum Weg des Königs. Vielleicht sind das auch die königlichen, keine Ahnung, Gemächer oder sowas hier oben, wo niemand vom Fußvolk oder vielleicht sind alle gleichwertig her darf. Keine Ahnung. Noch ein Gesundheitspaket. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ich hoffe, ich werde möglichst keine benutzen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so eine Abneigung dagegen habe, Hilfsmittel zu verwenden. Vielleicht ist es irgendwann unumgänglich, aber mal schauen. Er piekst in den Fußboden. Wünscht sich, dass jemand wie du von Myriadblut nicht darauf aus wäre, die Lichter auszulöschen. Das ist ja toll, dass ich da so viel zu sagen kann, dass ich so viel Freiheiten habe, mich zu entscheiden oder zu sagen, nein, das ist natürlich nicht mein Plan. Aber wir können irgendwie nur sagen, ich bin dann mal weg. Also heißt dich jederzeit willkommen. Klang jetzt vorher nicht so richtig positiv, muss ich ja sagen. Wir schauen hier nochmal rum. Hier gibt es auf jeden Fall eine Tür, die wir öffnen können. Und noch eine Kiste. Gesundheitspflaster nehmen wir auch mit, natürlich. Noch mehr Räume, noch mehr Türen. Ich weiß noch nicht, wo wir am Ende hinkommen. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Ein kleines Gesundheitspaket nehmen wir natürlich auch mit. Wo geht es hier noch hin? Hier ist noch eine Kiste. Es scheint so, als hätten wir was Großes vor, wenn wir so viel Kram kriegen, um uns zu heilen. Oder vielleicht kommt hier gleich ein Bosskampf oder so. Okay, das ist noch jemand, mit dem ich sprechen kann. Mal sehen, was Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du kannst versuchen, die Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du deine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du einen deiner Attributspunkte. Wow, das klingt risky. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Warum erwähnst du es dann überhaupt? Das ist eine berechtigte Frage. Aber wir versuchen mal, ihn zu überzeugen. Sagt, es gäbe keinen Grund, dir den Ort zu verraten. Spuck's aus. Ansonsten drohen. Klingt jetzt alles nicht so gut, aber ich glaube, ich habe jetzt keine Wahl mehr. Das ist toll, dass ich jetzt hier so eine Risikostärke minus 1, eine Erfolgschance von, sagen wir mal, 45%, 40, 45. Ich habe aber gar keine Wahl mehr, zurückzugehen. Ja, das mit dem Verstand klingt so ein bisschen böse. Also ich weiß nicht, ob ich den eher einschüchtern sollte. Oder ob ich sagen sollte, mit Escape kommen wir nicht zurück, ne? Nee, wir kommen auch einfach tatsächlich überhaupt nicht zurück. Spuck's aus, ansonsten klingt so nicht viel Erfolg, aber eben auch kein Verlust von Stärke. Ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, was ich da sagen soll. Also nicht mal 50-50 ist schon eigentlich hart. Ich glaube, ich nehme einfach mal das. Sagt, es gäbe keinen Grund für Drohungen. Du hättest es früher oder später erfahren. Er ist nicht weit von hier. Hätte heißt, ich erfahre es nicht. Oder zeigt er mir den jetzt? Okay, das heißt, er zeigt ihn jetzt tatsächlich? Er freut sich, dass du so viel Schaden anrichtest. Aber warum jetzt aufhören? Schaden anrichten? Ich mach doch gar nichts kaputt. Ich habe das Gefühl, die mögen mich hier nicht so richtig. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Okay. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich finde es ganz cool, dass sie solche Kleinigkeiten hier eingebaut haben, sage ich mal. Aber ja, ein bisschen merkwürdig aufgebaut. Meint, wenn du gern auf Zniegen reitest, solltest du dich im Zniegenstall bei Noko bedanken. Sie kümmert sich um sie. Auf einer Zniege zu reiten, würde ich gerne mal testen. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Okay, die sind auf jeden Fall hier die Ruhe selbst, wie es mir scheint. Ach, hier sind wir hergekommen, kann das sein?
Ich weiß nicht mehr. Ich würde ganz gern da oben rechts noch einmal hinschauen. Hier waren wir nämlich noch nicht. Da sind wir eben durch die Tür gegangen. Der Mensch kann irgendwas. Er hat ein Blatt über dem Kopf. Sagt, der Laden bietet Ping-Ping-Händler. Etwas besonders für dich. Kaufen und verkaufen, sogar mit Caps geschrieben. Dann schauen wir doch mal, was er so oft hat. Mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Ja, Zeit, direkt unter Druck setzen. Okay, Händlerarten. Händler sind auf bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf- oder Fernkampf, Waffenteile, Ausrüstungsteile, Kleidung oder Reittiere. Das Stöbern bei Händlern ist eine gute Möglichkeit, bessere Teile für deine Ausrüstung zu finden. Fehlt dir ein bestimmtes Teil für eine Waffe, schadet es nie, bei einem Händler vorbeizuschauen. Gegenstände kaufen. Bei Händlern kannst du Gegenstände kaufen, wenn du ausreichend Grün besitzt, die Währung in Form eines Blattes. Rechts vom Artikel steht der jeweilige Preis. Verkaufe Gegenstände oder suche in bestimmten Büschen, um Grün zu erhalten. Gegenstände verkaufen. Du kannst Gegenstände bei Händlern verkaufen. Gehe dazu in den Verkaufen-Reiter im Menü. Mach dir darüber, nein, darum aber noch nicht zu viele Gedanken. Du wirst bei deinen Erkundungen Gegenstände und Grün finden. Okay, ich soll mir noch nicht so viele Gedanken um Verkaufen machen. Wir haben aber ziemlich viel Heilkram bekommen. Was macht denn das 275? Wie viel Leben haben wir denn? Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen. Davon haben wir auf jeden Fall 3 Stück. Davon könnten wir vielleicht mal 2, muss ich das hier wieder so machen? Ja, 2 verkaufen. Jetzt haben wir 40 Blätter. Ich gucke mir überhaupt mal an, kaufen, was es hier überhaupt so gibt. Was können wir denn? Alle Fernkampfbasistypen. Okay, 5.090, was, da sind wir ja weit von entfernt. Ich weiß überhaupt noch nicht, was das alles ist. Was gibt es denn hier so? Schusswaffen, Gewehre, Automatikgewehr, Vollplus. Das sieht aus wie Upgrades. Komme ich hier irgendwie zu Waffen selbst? Okay, ich kann hier auf jeden Fall scheinbar Gesundheitspakete kaufen, die irgendwie teurer sind als das, was wir dafür bekommen. Wesentlich teurer. Was gibt es denn hier noch? Das sind irgendwelche Waffenteile nochmal. Das sieht so aus, als gäbe es tatsächlich dann Teile auch für unsere Waffe. Was haben wir denn für eine Waffe? Das sieht aus wie Bonuskram, aber ich weiß nicht, ob wir da die richtige Waffe für haben. Okay, wir haben es mal gesehen. Und das sieht so aus, als würden wir tatsächlich noch nicht so richtig damit vorankommen. Sagt, bei Nacht passiert nichts Gutes. Aber vielleicht hast du damit kein Problem. Ja, schauen wir mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bist überrascht, dass du aufbrechen musst. Was hat er denn gedacht? Dass ich hier irgendwie übernachte und Pause mache oder so? Ja, okay, ich halte mich schon ziemlich lange auf, aber ich möchte mir das ganz gerne so ein bisschen anschauen hier nebenbei. Wie sie das hier so gestaltet haben, auch das ganze Dorf. Und außerdem verpassen wir sonst ganz viele Kisten. Das habe ich natürlich vorher gewusst. Ja, obwohl es eigentlich auch ganz schön mies ist, dass ich das den Leuten hier so klaue, wenn die hier tatsächlich wohnen, aber... Okay, ich glaube, da vorne sind wir irgendwann mal in die Tür reingegangen. Okay. Hier können wir noch runter oder sind wir... Da sind wir hergekommen eben. Dann schauen wir doch mal. Was, da war der ein Ausgang. Da sind wir vorhin lang. Haben wir mit dem schon gesprochen? Können wir mit jedem hier sprechen? Scheinbar. Okay, mit jedem will ich wenn jetzt auch nicht sprechen, aber... Wenn der Zustand des Baums als selbstverständlich angesehen wird, wird er vor den Augen aller verrotten. Ja, das kann gut sein. Das ist so mit, wie mit unserer Umwelt. Du solltest dich nicht stressen. Das sagen die mir alle, dass ich mich nicht stressen soll. War ich hier schon? Noch ein Händler. Okay, den lassen wir jetzt vielleicht mal außen vor. Wie viele Händler gibt es denn hier? Das, Ach so, da waren wir gerade. Also sind wir hier doch nicht lang gegangen. Was war das denn für eine Tür dann? Aber da sind wir doch durchgegangen, oder irre ich mich? Na, scheinbar nicht, weil hier geht es ja gar nicht durch. Okay, so viel zu meiner Orientierung. Hat auf jeden Fall schon mal nicht so gut geklappt. Kleines Gesundheitspaket. Hat sich gelohnt, hier nochmal reinzuschauen, nachdem ich gecheckt habe, dass wir hier ganz woanders sind. Ja, mit dem da haben wir auch noch nicht gesprochen. Das da sammeln wir noch auf. Noch mehr Gesundheitspflaster. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich mit jedem sprechen sollte. Das ist wahrscheinlich ganz schön langwierig, aber es sieht so aus, als müssten wir tatsächlich da rein. Und dann spreche ich mit diesen beiden hier doch nochmal, wenn es nur noch die 2 sind. Ich finde es schade, dass du so schlimm geworden bist. Als Kindling standen dir noch alle Wege offen. Wieso bin ich denn schlimm geworden?
Warum sind die denn so bösartig zu mir? Ich schieße mich denen an und die sind alle irgendwie so tiefenentspannt, aber so beleidigend. Sag, du sollst gut auf dich aufpassen. Oder missverstehe ich die nur alle? Sag, du solltest lieber dafür sorgen, dass der Roboter keinen Ärger macht. Ist das meine Heuschrecke? Hat vollstes Verständnis. Wofür, weiß ich zwar nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwie komisch abgebogen. Ich glaube, mit dem hatten wir noch gesprochen, oder? Und da sind wir rumgegangen. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Schon wieder. Ach so, hier sind wir hergekommen. Das ist der Tempel. Okay, einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Nach rechts kommen wir nicht. Links rum sind wir gegangen. Dann hoffe ich, dass wir jetzt überall waren und nichts vergessen haben. Genau, was auch immer uns hier erwartet. Ich bin gespannt. Wir müssen ja, was sagt der, das alte Dorf besuchen, damit ich mich besser erinnern kann. Vielleicht haben wir da nochmal ein paar Flashbacks. Ja, also es bleibt spannend oder so ähnlich. Also so richtig spannend finde ich es tatsächlich nicht. Es ist, scheint sehr viele Längen zu haben mit den ganzen Dialogen und mit dem Sprechen von dem Erzähler hier. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall niedlich gemacht und bin gespannt, wie es weitergeht. Also wenn ihr mögt, dann schaut nächste Folge wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.